Irgendwo am Hamburger Hafen steht ein kleiner Käseladen. Frau Fröhlich, eine ältere Dame, der der Laden gehört, ahnt nicht, dass es sich im Keller vier Nagetiere gemütlich gemacht haben. Sie nennen sich die Muskeltiere und haben gemeinsam schon viele Abenteuer erlebt. Einer von ihnen ist Picandou, ein Mäuserich mit blaugrauem Fell und einem runden Bäuchlein. Gerade schläft er seelenruhig unter der Kellertreppe in seinem Käseschachtelbett. Morgen, du Schnarchnase! Da kommt ein weiteres Muskeltier herein. Die Maus Pomme de Terre. In der Pfote hält er eindeutig etwas Essbares. Beim Anblick des kleinen Brotstücks ist Picandou sofort hellwach. Das sieht aber gut aus. Hm? Darf ich? Natürlich bricht Pomme für seinen besten Freund gerne ein Stück ab und wirft es ihm zu. Picandou fängt den Leckerbissen noch im Flug mit dem Mäulchen. Das ist für Benny und Hedy, ein Möwenpärchen. Sie sind gerade von der Küste hergeflogen und haben einen Mordskohldampf. Und wo ist dir dieses leckere Brötchen zugeflogen? Na, im Käseladen. Am helllichten Tag im Käseladen von Frau Fröhlich auf Brötchenklau zu gehen, ist ganz schön wagemutig. Vor Schreck spuckt Picandou den Brötchenkrümel wieder aus. Was? Du warst gerade im Laden? Ja. Ist irgendwas? Hast du noch alle Löcher im Käse? Was, wenn dich jemand gesehen hat? Halt. Nicht aufregen, Picandou. Der Laden ist doch noch geschlossen. Ich soll mich nicht aufregen. Wir haben hier zu essen. Wir haben ein tolles Hauptquartier. Nicht mal Ratterich findet jemals hierher. Und du setzt das alles einfach aufs Spiel für ein dummes Brötchen. Man nennt so etwas eine gute Tat. Deine gute Tat hätte uns alle in Gefahr bringen können. Du setzt tagsüber keine Pfote in den Laden. Du hast mir hier gar nichts zu befehlen. Wenn es mir passt, bleibe ich den ganzen Tag dort. Verstanden? Ja, das würdest du nicht wagen. Die beiden aufgebrachten Mäuse stehen sich Nase an Nase gegenüber und knurren sich verärgert an. Wehe dir, du meinst das ernst.